Ich habe heute einen Herbsttoll für euch, und zwar einen von H&M, und ich freue mich so mega, weil es seit langem mal wieder einige Sachen sind, die mir super, super gut gefallen haben. Und ich finde, H&M hat so in der letzter Zeit ja nicht so irgendwie meinen Geschmack getroffen. Ich habe immer mal wieder ein paar Teile gefunden, aber jetzt nicht so, dass es mir dass mir halt einfach viel gefallen hat. Und diesmal war es soweit, jetzt hatten die neuen Herbstsachen, und ja, es hat mir mega gut gefallen, und ja, habe ich mir ein paar Sachen bestellt, die ich auch alle behalten werde und euch jetzt zeigen will. Und übrigens war ich beim Friseur, wie ihr seht, ich habe mir wieder einen Pony schneiden lassen. Den habe ich meistens eigentlich so nach dem Sommer, weil im Sommer finde ich es immer ein bisschen lästig, wenn dann, weil dann schwitzt man immer drunter, und naja, das finde ich dann nicht so toll. Und deswegen immer ab Herbst meistens lasse ich mir einen schneiden, und ja, ich liebe Pony und mir gefällt es sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt wieder einen. Und bitte nicht wundern, falls ich irgendwie komische rede. Mein Zungenpiercing hat sich verbogen und jetzt stoße ich mit der Kugel immer vorne an und finde irgendwie selber, dass ich ganz schrecklich rede. Aber ich habe gerade kein anderes zu Hause und ich muss mir erst morgen ein neues beim Piercer kaufen. Also entschuldigt, wenn ich irgendwie ein klein bisschen anders rede als sonst oder ein bisschen lispel. Ich weiß es nicht. Es ist noch niemand aufgefallen, aber ich finde, dass es mir selber auffällt. Und ja, egal, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Haul und viel Spaß. Ich fange mal mit meinem Highlight an, und das sind diese Boots. Und ja, ich fand sie so unglaublich schön, als ich sie gesehen habe. Und ja, wollte sie sofort haben, und ich habe eh noch keine Winterboots. Und ja, die sind innen jetzt nicht mega arg gefüttert, die haben aber eine dicke Sohle. Und ja, sind so Cowboy-mäßig, hinten haben die einfach so Nieten dran. Und ja, da fand ich sie einfach echt bezaubernd hübsch. Und ja, sie waren mir so ein bisschen zu teuer, aber dann ist mir eingefallen, dass es ja den 25% Rabattcode gibt bei H&M. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich den drauf kriege, dann nehme ich sie. Und ja, es hat geklappt. Und deswegen behalte ich sie. Und ja, ich liebe sie. Sie sind einfach so schön mit dem Gold an der Seite hinten. Und ja, das kann man übrigens... so nicht wirklich bewegen, also das ist fest hinten dran. Die kosten normalerweise 50 Euro und mit dem Rabattcode 37,46. Dann habe ich mich an zwei Sachen gewagt, die ich sonst noch nie gemacht habe, und zwar das erste bunte Hosen, und da habe ich mir eine Röhrenjeans mit in dunkelrot, sie schaut so aus, und die hat den Reißverschluss und auch den Knopf in Gold, und ja, ist einfach unten eng geschnitten, also einigermaßen eng wie eine Röhrenjeans halt, und das ist auch so Jeansstoff, aber ein bisschen glänziger, falls man das sieht im Licht. Ja, hier sieht man es, also es ist ein bisschen glänziger, aber ich fand sie wunderschön, und ich habe mir gedacht, wenn eine bunte Hose, dann dunkelrot, weil ansonsten finde ich bunte Hosen immer nicht so prickelnd. Und ja, ich habe mich jetzt mal an die rangewagt und habe sie auch schon angehabt und finde sie wunderschön. Und ja, die kostet 20 Euro, also es geht. Also ich finde, für eine Jeans ist es okay. Ja. Dann habe ich mich noch an was reingewagt, und zwar eine gemusterte Hose, beziehungsweise so schaut sie aus, eine Leggings, also die ist unten ganz eng, und das ist halt einfach ein bisschen dickerer Stoff, aber es ist eine Leggings. Und ja, ich habe ewig überlegt, weil ich mir gedacht habe, naja, so eine Leggings, finde ich, tragt immer besonders auf. Und wenn man dicke Schenkel hat, und dann finde ich das einfach immer nicht so schön. Aber, und da habe ich mir gedacht, auch wegen Muster, Muster trägt ihr auch auf. Aber dann habe ich mir irgendwie diese Hose gesehen und dann dazu so eine weitere Bluse, die zeige ich euch gleich auch noch. Und dann habe ich mir irgendwie das so vorgestellt und dachte mir auch mit den Boots so ein bisschen, dass es echt cool ausschauen würde. Und habe mir gedacht, ich nehme sie jetzt einfach. Weil sie war auch nicht so teuer. Und ja, jetzt habe ich sie angehabt und finde, dass es gar nicht so arg aufträgt. Und wenn man was Langes drüber hat und was Weiteres, dann kaschiert es auch. Von dem her, es ist echt nicht dramatisch. Und jetzt bin ich froh, dass ich mir diese mitbestellt habe. Und finde es schade, dass ich jetzt irgendwie so, wo es noch wärmer war, noch nicht so eine Hose hatte, weil sie halt echt super bequem sind und sehr luftig. Und ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht früher gemacht habe. Ja, aber der nächste Sommer bzw. Frühling kommt ja. Jetzt ist erstmal Herbst, Gott sei Dank. Ich freue mich so sehr. Und ja, da habe ich mir einfach noch diese Hose mit bestellt. Ich muss mal gucken, wenn es nicht ganz so kalt ist, kann man sie bestimmt noch mit einem längeren Oberteil und Schuhen anziehen. Ja, ich freue mich einfach mega, dass ich sie mir noch gekauft habe. Und die Leggings kostet
9,95. Eben kommen wir zu der Bluse und das ist diese hier. Man erkennt das jetzt immer so blöd, wenn ich es halte, aber es ist einfach eine schwarze, ganz normale Bluse. Und ja, die hat auch ganz normale schwarze Knöpfe und alles und keine Täschchen. Und an den Armen hat sie auch, also hier oben hat die so glänzigen Stoff und es geht hier an den Armen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, in normalen Sweatshirt-Stoff über, was auch sehr, sehr gut ist, weil das sich gut dehnen lässt. Und ja, das Besondere an ihr ist, sie hat oben einen Lederkragen. Und da ist es um mich geschehen. Ich fand den Lederkragen so hübsch und schaut angezogen echt mega, mega schön aus. Also Lederimitatkragen natürlich. Und ja, die ist halt eben so länger und luftig. Und ich finde eben, dass die zusammen mit dieser Leggings einfach unglaublich gut passt. Und ja, das schaut dann auch sehr, sehr... Es kaschiert halt einfach sehr, weil die Bluse so luftig sitzt. Und wenn man noch irgendwie einen Gürtel drumherum macht und die Hose dazu, dann fand ich die einfach sehr hübsch. Und ja, der Lederkragen hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Das ist aber auch das Einzige, was sie aus Leder hat. Also es ist bloß oben der Kragen eben. Die Bluse kostet 20 Euro. Also 19,95. Dann habe ich mir noch ein, in Anführungszeichen, ganz normales schwarzes T-Shirt mit. Schaut so aus. Ich habe aber hinterher jetzt gesehen, dass es aus Leinenstoff ist. Also ich weiß nicht, ob man sieht. Es ist leicht durchsichtig. Ja, man erkennt es und es ist so Leinenstoff. Aber es hat an den Ärmeln Spitze. Und ich finde, es schaut getragen so wunderschön aus. Es schaut einfach ein bisschen schicker aus als ein normales T-Shirt. Und ja, wenn man es anhat, schaut es einfach unheimlich gut aus. Und ich liebe Spitze. Und da hat mir das einfach so gut gefallen. Obwohl das wieder ein bisschen teurer war. Das hat gekostet 20 Euro, das ist eigentlich für ein T-Shirt für mich fast schon wieder zu viel, aber ich musste es einfach haben, wegen diesen wunderschönen Ärmeln und die Spitze ist einfach so schön, wenn ihr das seht. Es schaut einfach sehr, sehr hübsch aus und ja, es sitzt auch ganz luftig, also es ist ziemlich groß, falls ihr das sehen könnt. Ja. So, und als letztes, und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das behalte, ja, er hat online, ich rutsche mal ein Stück zurück, super ausgeschaut, dieser Pulli hier. Und ja, ich fand ihn online sehr hübsch, das Muster hat mir gut gefallen und ich wollte mal so einen weißen Strickpulli haben. Allerdings ist er ziemlich dick, ist mir hinterher aufgefallen und ich weiß nicht, ob ich das dann anziehe. Aber es ist oft zu warm und na, ich weiß nicht, ob ich da so einen dicken Strickpulli anziehe. Und ich finde, dass der einfach ein bisschen aufträgt, weil er hat unten auch so einen Gummibund und ja, der steht ein bisschen ab und ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich, sitzt der nicht so optimal und für das Geld weiß ich einfach noch nicht, ob ich ihn behalte oder ob ich mir nochmal nach einem anderen Pulli umschaue. Ich kann euch mal ein Foto einblenden, wie er getragen ausschaut und dann könnt ihr mir mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ob er passt oder nicht und dann überlege ich es mir nochmal, weil er kostet 30 Euro und ja, das ist schon ziemlich viel, wenn ich dann nicht mal sicher weiß, ob ich ihn anziehen werde. An sich ist er echt hübsch und hat auch echt ein süßes Muster und ja, er gefällt mir schon, aber ich weiß es einfach nicht und das überlege ich mir noch. Und ja, das war mein Haul. Ich habe noch einen Gutschein eingelöst von 5 Euro Rabatt. Die Rabattcodes kann ich euch ja unten in die Infobox schreiben und diesen 25% auf einen Artikel habe ich bei den Boots eingelöst und insgesamt hat der ganze Einkauf mit Versand 137 Euro gekostet und ja, es war es mir wert, weil es sind echt schöne Sachen. Es ist allerdings halt einfach echt im Vergleich vom Preis zu Primark schon echt heftig und ja, aber ich habe mir das jetzt mal gegönnt in Anführungszeichen. Ich wollte den Einkauf auf jeden Fall behalten, weil es mir gut gefallen hat und ja, bis zum nächsten Video.